Willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Ja, und das seht ihr mal, dass lange Witcher 3 spielen zu sowas führt. Ja, wir spielen natürlich Psycho Train. Das ist nicht ganz Witcher 3. Witcher 3 ist erstmal erledigt. Am Globus fehlt ein Teil. Und in der Vase ist eine Klaviertaste, aber wir müssen erst die Vase zerbrechen, dass wir da dran kommen. Da wollte ich jetzt nicht hin, aber ich habe trotzdem noch mal gucken, ob hier jetzt irgendwas noch ist. Glaube aber nicht. Ja, also wir spielen Psycho Train und nicht, zwei Tasten fehlen. Okay, das haben wir. Wir haben eine Pferdefigur. Das Notenblatt hier einlegen, das können wir schon mal machen. Sonst gibt es hier nichts. Hier eine Uhr. Da ist eine Taste. Und an der Uhr fehlt das Gewicht und eine Figur. Die Figur haben wir, fehlt noch das Gewicht. Was ist denn mit dir? Der Roboter hält die Notbremse fest im Griff. Vielleicht wird er den Zug stoppen, wenn ich ihn aufziehe. Okay, dann brauchen wir den Aufziehschlüssel. Wir brauchen irgendwas, um die Vase zu zerdeppern. Muss die pinke rein? Da links, okay. Wo können wir denn noch suchen? Haben wir hier irgendwas Neues? Nein. Im dritten Wagen herrscht pures Inferno. Ich bin sicher, dass der Trainman das Feuer angezündet hat. Ich muss es sofort löschen. Meine Tochter könnte in diesem Wagen sein. Ja, wir haben es gelöscht, aber die Tochter ist hier nicht. Entweder ein Uhrengewicht oder sonst irgendwas. Ich guck mal da. Oh, da ist der Baseballschläger da oben, den habe ich nicht gesehen. Gut, damit können wir die Vase natürlich kaputt schlagen. Und wir kriegen die Klaviertaste. Und damit können wir einen Song spielen. So, wenn wir einen Fehler machen, müssen wir von vorne anfangen natürlich. Natürlich! Zum Klavier will ich mal sehen. Oh gut, wir haben das Gewicht für die Uhr. Damit kriegt die Uhr und wir kriegen das Globus-Teil. Das können wir dann hier einsetzen. Damit geht der Globus auf und wir kriegen den Aufziehschlüssel für den Roboter. So. Ich habe den Zug durchsucht, aber weder ein Kind noch den Trainman gefunden. Die Lok scheint schneller zu werden, also muss es bergab gehen. Wenn ich sie nicht stoppen kann, wird sie bald entgleisen. Der Roboter braucht sein Herz. Ah, war das das hier? Das hier, mechanisches Herz. Tatsache. Ballerina. Fischskelett. Wir haben doch jetzt das mechanische Herz schon gefunden. Warum muss ich dann den Rest auch noch suchen? Das brauchen wir doch gar nicht. Was brauchen wir denn noch? Ach, Make-up. Okay. Feuerzeug. Manschettenknöpfe, Zigarrenetui, Geldbörse, Puppe, Kaffeemühle, ist hier, Fernrohr, fehlt noch die Geldbörse. Ah, das mechanische Herz. Kriegt unser Freund. Dann aufziehen. Oh, okay. Das war knapp. Da ist jemand.
Der Zug hielt am Rande einer zusammengebrochenen Brücke. Ich will gar nicht darüber nachdenken, was passiert wäre, wenn der Roboter nicht die Bremse benutzt hätte. Ein Junge ruft mich von der anderen Seite der Brücke. Ich muss auf die andere Seite gelangen und herausfinden, was er will. Vielleicht weiß er, wer meine Tochter entführt hat. Ja, das ist eine gute Frage. Metallstange. Machst kein Schloss, nur ein Riegel. Dann kommen wir da tatsächlich mal easy cheesy rein. Jetzt hier drin sonst noch was. Ne, das war's da. Okay. Ich brauche einen Hebel, noch die Metallstange. Trichter. Einmal mit Dichtungsmasse. Ah, okay, wir müssen das Boot fresh kriegen, oder wie sieht's aus? Ich habe einen Weg gefunden, um den Fluss zu überqueren. Ich muss dazu nur das Boot reparieren. Nachdem ich mir die Brücke angeschaut habe, bin ich mir sicher, dass sie jemand mit Absicht zerstört hat. Derjenige wollte wohl den Zug verunglücken lassen, auf dem ich war. Da das hat glücklicherweise nicht funktioniert. Dieses Boot fährt ohne Treibstoff nirgendwo hin. Also brauche ich Benzin und einen Trichter, um es in den Tank zu füllen. Den Trichter haben wir schon mal. Ich könnte dieses Boot verwenden, um den Fluss zu überqueren, nachdem ich den Motor repariert und das Leck geflickt habe. Okay, wir können das Leck flicken mit Dichtungsmasse. Wir müssen aber wahrscheinlich erst das Boot leer machen. Die Schiffsschraube können wir auch schon mal anbauen. Okay, damit haben wir schon mal einiges. Okay, wir brauchen so einen Spezialschlüssel, den haben wir schon gefunden. Oh, okay. Gut, was bist du denn für eine Truhe? Wir haben hier noch was? Eine 9. Tausche die Zahlen so, dass die linke Seite und die rechte Seite des Puzzles die gleichen Summen ergeben. Wir haben hier 10, 16 und hier drüben 20, 30. Das heißt, wir müssen 7 Punkte rüberkriegen. Okay, haben wir irgendwo ein 7er Add-on. 7 Punkte. F auf 6 sind 5 Punkte Tausch und 35 sind 2 Punkte Tausch. Was habe ich falsch gemacht? 15, 19 und hier 16, okay, das sind, warte mal, irgendwie habe ich nicht verrechnet, 11, 20, 27 und hier drüben 16, 19. 27, also 8 Punkte Differenz, das heißt, wir müssen 4 Punkte noch wieder tauschen. Hier können wir 4 tauschen mit 7 und 3. Na also, sehr schön, wir kriegen einen Topf. Da ist noch Benzinkanister. Okay, gut, das müsste eigentlich alles sein, was wir brauchen, um das Boot zu reparieren. Erstmal mit dem Topf ausschöpfen. Dann abdichten. Okay. Und dann Benzin nachfüllen. Und dann können wir rüberfahren. Jetzt aber. Du scheinst eine gute Person zu sein. Bitte hilf meinem Vater. Der böse Trainman hat ihn an einen Pfeiler der Brücke gekettet. Was? Mein Vater hat als Brückenwachposten gearbeitet. Er hat die Brücken kontrolliert, bevor Züge drüber gefahren sind. Er hat mir beigebracht, dass das Leben der Passagiere von unserer Arbeit abhing. Eines Nachts hörte er seltsame Geräusche in der Nähe der Brücke. Er rannte aus dem Haus und sah einen seltsamen Mann mit bösen Augen, der eine Bombe unter der Brücke platzierte. Mein Vater rannte zu ihm, um ihn zu stoppen. Er wusste, dass bald ein Passagierzug die Brücke überqueren würde. Als mein Vater die Brücke erreichte, lachte der böse Mann und löste sich in Luft auf. Mein Vater versuchte, die Bombe zu entschärfen, aber in dem Moment, als er sie berührte, verwandelte er sich in Stein. Ich habe alles gesehen. Ich habe meinen Vater gesehen, wie er bei einem Schrei nach Hilfe erstarrt ist. Und ich habe gesehen, wie die Brücke explodiert ist und die Passagiere gestorben sind. Ich konnte nichts tun. Ich bin jetzt nur ein Junge, der seinen Vater verloren hat. Auf der Brust der Statue meines Vaters ist eine Vertiefung für ein Medaillon.
und da ist eine Höhle in der Nähe der Brücke. Die Explosion hat eine Menge Steine und Geröll gelockert, die den Eingang blockiert haben. Vielleicht ist das Medaillon, das meinen Vater befreien wird, im Inneren. Bitte helfen Sie mir, Fräulein. Ich bin allein und habe Angst. Okay. Gut, wir machen weiter. Wir spielen also die Mutter von unserer Tochter. Der Wahnsinnige hat die Brücke zerstört und den Wachmann in Stein verwandelt. Vielleicht kann ich dem Jungen irgendwie helfen. Ich bin mir jetzt sicher, dass der Trainman meine Tochter entführt hat. Klasse. Ein Topf mit einem Reißverschlussschieber und einem Feuerzeug. Ein Zelt. Da kommt der Reißverschlussschieber rein. Nettes Zelt. Dieses Schloss zu öffnen, brauche ich einen speziellen Schlüssel. Sonst hat es hier drin nichts. Okay, wir haben nur das Feuerzeug im Moment. Da ist der Vater. Nur das magische Medaillon kann den Wachmann befreien. Ja, das wissen wir ja schon. Hier ist sonst nichts. Sehen wir hier eine Axt. Okay, Dynamit und das Spezialschloss. Hier fehlt eine Kette. Wir brauchen den Aufzug. Der Junge hat mir erzählt, dass er und sein Vater auf der Spitze des Berges lebten. Aber der Trailman hat den Jungen hinausgeworfen und ist selbst dort eingezogen. Um das Haus zu erreichen, muss ich den Aufzug reparieren. Ich sollte in der nahegelegenen Höhle nach den Teilen suchen. Okay. Na klasse. Gut, dann machen wir erstmal hier den Rucksack auf. Die Kette. Dann machen wir mal die Kette hier ran. Was fehlt denn jetzt noch? Ah, der Hebel fehlt noch. Der ist wohl in der Höhle. Da müssen wir erst unseren Weg freisprengen. So. Junge, geh mal weg da. Okay. Weg zur Höhle ist frei. Dann schauen wir mal. Oh nein. Was? Okay. Eine Kartoffel. Ein Schmiedehammer. Korb. Fackel. Haken. Säge. Frosch. Vogelfigur. Schaufel, Stein. Glasbohnen und Tontopf. Tontopf. Glasbohnen. Glasbohnen, bitteschön. Ah, ach, ein Glas Bohnen. Ich dachte, Bohnen, also so kleine Dinger quasi aus Glas. Wir brauchen Licht. Okay, hier hat's Licht. Wir können die Fackel anmachen. Okay, gut. Der Junge hat mir erzählt, dass er und sein Vater auf der Spitze des Bergs lebten. Achso, das haben wir schon. Ich habe Dynamit benutzt, um den Eingang der Höhle freizuräumen. Als ich hier durchging, wurde es stockduster. Zum Glück konnte ich eine Fackel herstellen und sie anzünden. Da ist ein Brunnen in der Mitte der Höhle und ein Licht auf der anderen Seite. Vielleicht ist das ein Ausgang. Wer weiß. Also auf jeden Fall der Brunnen. Hier ein Glaskrug. Ein Schmetterlingsnetz. Etwas glitzert in dem Brunnen. Wenn ich das Innere des Brunnens ausleuchten kann, kann ich erkennen, was es ist. Okay, wir brauchen noch mehr Licht. So, im Moment eher nicht. Ach, da hinten geht's noch. Jemine, wo sind wir denn jetzt gelandet? Ich bin durch die Dunkelheit gegangen und bin in eine weitere Höhle gekommen. In dieser gibt es einen gefrorenen See mit einer Insel aus Eis in der Mitte. In der gefrorenen Masse kann ich menschliche Überreste erkennen. Das muss das Werk eines Wahnsinnigen sein. Alles klar. Habe ich noch gar nicht so gesehen. Wir haben einen Pickel. Sieht ja all die Glühwürmchen an. Ich brauche ein Schmetterlingsnetz. Okay.
habe die Glühwürmchen gefangen, jetzt brauche ich ein Glasgefäß, in dem ich sie transportieren kann. Glasgrub mit Glühwürmchen. Schön, wer will sowas nicht? Ein Bootshaken. Steine verhindern. Okay, das Wasser rausfließt und das Rad bewegt. So. Wir legen drei Platten. Ich kann mir hier im Moment nichts machen. Schauen wir mal, ob wir hier hinkommen. So, jetzt können wir hier das Glühwürmchen als Glas herunterlassen, um den Brunnen auszuleuchten. Und sehen was. Als ich die Glühwürmchen in den Brunnen hinabgelassen habe, begannen die Kristalle um den Brunnen zu glühen. Da bemerkte ich einen Kasten im Kristall. Ich sollte den Kristall zerbrechen und nachsehen, was der Kasten enthält. Ja, wir brauchen natürlich erst das Spezialschloss. In dem Kasten fehlt ein Teil, natürlich. So. Ich befürchte, wir müssen hier rüber. Klasse. Ich brauche den zweiten Teil des Medaillons. Okay, und der ist wo? Ja, das ist bloß unglaublich laut. Bei dem Medaillonsteil. Ach nein. Okay. Tannenzweig. Eimer. Seife. Jagdhorn. Nein, du bist keine Karte. Weinschlauch, den habe ich doch schon gesehen hier. Die Socke auch. Schere. Messer. Kaninchen, Kompass, Karte, Steinblume. Die haben wir. Kaninchen, Kompass, Karte. Da ist die Karte. Da ist der Kompass. Brauchen wir noch das Kaninchen. Bist du denn? Den Vogel und den Frosch sehe ich, aber wo ist das Kaninchen? Ah, hier. Die Steinblume. Wir wissen natürlich, wo die hingehört. Hier. Da kommt das halbe Medaillon raus. Jetzt kann man das hier zusammenfügen. Nur der ist, das schauen wir dann in der nächsten Folge. Auch befreien wir den Wachmann in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.